Wünschte glauben. Hallo, aufgewacht. Ich kann nur sagen, flutschen muss es, weil sonst wird's furchtbar. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Kamera Nummer 19. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Liebe Familie Gräfe aus Pulsnitz, Sie haben diese einzigartigen Pfefferkuchen, nicht Lebkuchen, Pfefferkuchen, ich muss noch rauskriegen, was da der Unterschied ist, gefertigt für mich. Das sind Einzelanfertigungen, originale Handwerksarbeit. Also insofern, wir haben einiges, was uns verbindet. Und an dieser Stelle nochmal danke, danke, danke. Auch für alle anderen Unterstützer, machen Sie bitte weiter. Wir nähern uns jetzt schon der 50.000. Und wenn wir dann den 50.000. Abonnementen und Abonnementinnen gekapert haben, dann verspreche ich Ihnen an dieser Stelle, es gibt ein ganz herrliches Bagel mit einzigartigen Sachen drin. Lassen Sie sich überraschen. Also, danke, danke, danke. Ach, das war ja wieder herrlich diese Woche, oder? Die Seuchenheilige, das Merkel hat die Wende eingeleitet. Ja, das Merkel war's. Nein, nicht das Volk, nein. Das Volk, das sitzt brav zu Hause und hat jetzt unter Hochdruck Muttis Eier ausgeblasen. Ja. Die Wende, die wir eingeleitet haben, erfasst inzwischen alle Bereiche unserer Gesellschaft. Wo ist denn nur dieser Fuchs, dieser Grobian? Oh. Er lässt sich bestimmt seinen Pelz richten und den Schwanz frisieren. Ja, mit ihm können wir heute leider nicht rechnen. Herr Fuchs, bitte entschuldigen Sie sich. Ja, sie hat sich auch entschuldigt. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Bitte, sie hat sich entschuldigt. Ach, du mein Gott. Nuff, nuff, wovon redet ihr denn? Borstel, komm gleich nach Hause. Ja, Mutti, aber erstmal möchte ich dir sagen, dass Mutti sich entschuldigt hat. Nuff, nuff, nuff. Ich komme ja schon, ja, Mutti. Sie hat sich entschuldigt, die Seuchenheilige Angela die Erste, und alle Staatsmedien zwitschern und trällern durch den Märchenwald Bundesrepublik. Sie hat sich entschuldigt. Respekt dafür. Ja, aber hä? Vielleicht fragt mal jemand nach, warum sich die Seuchenheilige anderthalb Tage nach dem Besuch bei VW entschuldigt hat. Ganz einfach, weil die Herrschaften der Wirtschaft gesagt haben, Mama Merkel, wir bezahlen nicht. Das kannst du bezahlen lassen, Volk, aber nicht wir. Und schon hat sie sich entschuldigt. Ja, ist das nicht toll? Bams, Bums, Bild, Merkur, Tagesspiegel und die ganzen Staatsmedienpaladine verneigen sich und sagen, Respekt, Frau Kanzlerin, Sie haben sich entschuldigt. Nack, 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 nack. Großartig, oder? Gibt schon zu denken. Wenn die Wirtschaft sagt, bis hierhin und nicht weiter, dann fällt sie ein, natürlich, es steht ja geschrieben, bedenke das Ende. Wenn es aber das Volk bezahlen kann, gar kein Problem. Nuff, nuff, nuff. Ja, und ganz derweil, in aller Stille, wurde im Deutschen Bundestag die 750-Milliarden-Frage beantwortet, Deutschland haftet. Gute Nacht. Es soll ja Staaten geben auf dieser Welt, da zitiert die Presse die Regierung. Also zum Ihr Rapport. Ihr denkt wohl, ich falle auf eure dummen Tricksereien. Nach soll es geben. Hier in Deutschland hat man den Eindruck, zitiert die Presse nur noch die Regierung. Die Staatsmedien werden ja auch dafür bezahlt. War das nicht großartig? Sie hat sich entschuldigt. Respekt. Mich erinnert das Ganze... Ach, schauen Sie selber. Nicht umsonst heißt es ja hier aktuelle Kamera... Wir sind nicht nachtragend, aber wir vergessen auch nichts. Guten Abend, meine Damen und Herren. Egon Krenz ist seit heute neuer Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. Herzlichen
Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen. Dankeschön. Ich weiß, es wird heute Abend noch eine längere Rede geben. Schön wäre es, wenn wir noch drei Sätze hören könnten. Wie fühlt man sich am Beginn einer solch wichtigen Etappe? Nun, ich habe im Zentralkomitee gesagt, dass ich mir bewusst bin, dass ich eine schwere Aufgabe übernommen habe in einer sehr komplizierten Zeit. Und es drängt mich auch in dieser Minute zu sagen, uns steht viel Arbeit bevor. Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Aber interessant ist es schon, ne? In dem Moment, als Frau Krenz klargemacht wurde, Frau Merkel klargemacht wurde, wie komme ich auf Egon Krenz, dass die deutsche Wirtschaft in keinem Falle bereit ist, für das Volk zu zahlen. Ach du meine Nase! Fiel's der Seuchenheiligen wie Schuppen von den Augen. Stimmt, es steht ja geschrieben, bedenke das Ende. Das heißt also im Umkehrschluss, sie bat nicht um Verzeihung beim Volk, sondern dass sie sich an der deutschen Wirtschaft vergangen hat. Verstehst du, Piggy? Und da ist natürlich eine Entschuldigung, ein Verzeihen mehr als angebracht. Solange es nur das Volk bezahlt, über ein Jahr hinweg, gar kein Problem. Bis zu 280 Milliarden Euro werden da aufgenommen. Bezahlen ja wir. Aber wenn es an die Wirtschaft geht... Es tut mir sehr leid. So funktioniert Demokratie. Und morgen, mein lieber Pitti, erzähle ich dir ein anderes Märchen. Schnattchen, ein Märchen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Wissensrunde Schnell und Hell als Ihr Karl Lauterbach, der zukünftige Gesundheitsminister. Das sind die Insignien des neuen Gesundheitsministers, wenn dann die Pandemie irgendwann zurückgetreten ist. Aber vorerst möchte ich Sie herzlich begrüßen als Ihr Gesundheitsexperte der SPD. Und es ist schon für mich signifikant, ja, wie niedrig die Inzidenzzahlen letztendlich sind bei gleichzeitiger Erhöhung der Nichtsterberate Schwerstinkubierter. Und da haben wir die Frauen aus Nicht-EU-Staaten noch gar nicht mit einberechnet, rausgerechnet. Was ich damit sagen will, das weiß ich selber. Ja? Bitte unterbrechen Sie mich nicht, denn ich höre mir ja selber gerne zu. Nun, es ist schon interessant, dass der Anteil von Corona-Inzidenzen auf über 90 steigt in sogenannten Bundesländern mit AfD-Überschussanteil. Darauf hat der Kollege Wanderwitz hingewiesen in einer Studie. Und dieser Wanderwitz, also kein Running Gag, ist wie gesagt eine Studie, die ist nachgewiesen. Und diese Studie beweist letzten Endes, dass sie richtig ist. Denn eine Studie ohne Beweis ist der Beweis. Ja, da müssen wir ganz einfach, das habe ich auch der Kanzlerin gesagt, verstärkt impfen. Impfen, impfen, nochmals impfen, zur Not auch die ganzen Querdenker, die müssen einfach weggeimpft werden. Ich weiß, das ist für viele empfindlich, aber es muss sein, denn, und das kann ich versprechen, lassen Sie mich bitte aussprechen, ich höre mir ja selber auch gern zu. Was erzählen Sie da für einen haarsträubenden Unsinn? Das zentrale Impfen, ja, in geschlossenen Impfzentren lässt uns als Regierung gar keine andere Wahl, als immer mehr in der Breite zu impfen. Und das bedeutet, lassen Sie mich das bitte sagen noch, ein Impfangebot pro Woche, pro Praxis. Das heißt, einmal pro Woche ganz konkret die Arztpraxis öffnen, eine Impfdose pro Patient und eine Stunde öffnen. Ja, in der Arztpraxis. Dann sind wir in 20 Monaten roundabout durch und Sie können dann Ihren Urlaub dann für 2022, sagen wir 23, sicher buchen, den Osterurlaub. Dafür stehen wir als Regierung gerade.
Zu Ihrer Frage. Ich weiß, die haben Sie noch gar nicht gestellt, aber ich beantworte sie trotzdem, denn das liegt mir am Herzen. Es geht ja darum, und das sollten wir nie außer Acht lassen, die Notfallzulassung in Großbritannien führte ja zur schnelleren Verimpfung der Fritten. Da sie damit ja auch eher bestellt haben, ja, haben sie ja von vornherein eher bestellt. Und das ist das Entscheidende gewesen. Die wissen ja am Ende gar nicht, wie viele übrig bleiben, also gestorben sind, wenn abgerechnet wird, wenn sie verstehen, was ich nicht meine. Der alte Spruch meiner Oma Lauterbach, auch so etwas gab es, war immer, die Letzten werden die Ersten sein. Das sehen Sie ja an mir. Oder meinen Sie wirklich, die Bundesregierung hat sich was dabei gedacht, wenn sie sagt, wer zuletzt impft, den belohnt das Leben. Mal sehen, was dann noch übrig bleibt, wenn alle Dosen verimpft wurden, koste es, was es wolle. Ich persönlich, und das sei abschließend erklärt, sozusagen auch eine Ehrenerklärung vor der Regierung, ich persönlich investiere grundsätzlich nur noch in Zahnseide. Bitte lassen Sie Ihr hämisches Gelächter. Oder meinen Sie, meine Kollegen in den Fachausschüssen würden mir noch zuhören, wenn ich irgendetwas wüsste? Abschließend, und damit eröffne ich noch einmal abschließend die Eröffnung der Wissensrunde schnell und hell. Und das geht jetzt wirklich alle an. Bitte hören Sie noch einmal zu, wenn ich es schon nicht tue. Wenn Geimpfte, ja, also Verzeihung, man muss ja aufpassen, was man heute sagt. Wenn Ungeimpfte Geimpfte anstecken können, obwohl sie geimpft worden waren, dann ist doch die Frage, was die ganze Impferei überhaupt bedeutet. Das war die Frage, die Antwort. Ist ja nicht süß, ist ja nicht nett und ganz modern. Eigentlich komisch. Wieso hat mir Herr Fuchs davon nichts erzählt? Aber das werde ich mir gut merken. Jawohl, sowas vergisst Frau Elster nicht. So, ich muss erst mal wieder zurückfinden ins normale Leben. Nein, wobei es schon großen Spaß macht, also diesen Denkstrukturen nachzufühlen, was manche Menschen so von sich geben, ohne zu wissen, was da überhaupt nicht gesagt wird. Kuchenränder sind ja auch eindeutig Weltkulturerbe. Und das nächste Mal setze ich mich auch mit einer Dete hierher. Und was ich auch großartig finde, haben Sie das schon bemerkt, jetzt in den Zahlen, die immer in den Tagesthemen verwendet werden und womit das Volk auch fast wahnsinnig gemacht wird, noch höhere Zahlen und die Zahlen gehen nicht nach unten. Ist ja auch irre, oder? Die Leute sind eingesperrt und die Fallzahlen steigen. Machen wir es doch mal umgedreht, damit die Fallzahlen nicht steigen, lass die Leute wieder raus. Da fallen Nein, sie wieder. Das kann doch Zum Beispiel. Nicht wahr sein. Ach du meine Nase! So, mein liebes Schnatzchen und lieber Pitti, wir schauen uns jetzt einen Appetiter an. Und zwar ein Appetiter der ganz besonderen Art. Ach, was sag ich besonderen? Der ganz besonderen Art. Und zwar habe ich mir einfallen lassen einen Dialekttisch Nummer 3. Und ich darf ganz herzlich begrüßen die wunderbaren Kollegen Lothar Bölk und Helmut Schleich. Na, gucken Sie selber. Und wenn es Ihnen gefallen hat, gibt es zum Ostersonntag sozusagen als Überraschungsei eine ganze Ausgabe, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde. Wir halten derweil Osterruhe. Und morgen fangen wir einen ganzen Sack voller Affen. Auch noch mehr, da hat man auch noch mehr intensiv. Ja, das ist so weites Feld. Da, da kommt noch hinzu, Privatisierung des Gesundheitswesens, ja. Da kriege ich gleich den Hals. Allein im letzten Jahr. Das sind immer noch dieselben Leute, die die Krankenhäuser zugemacht haben und kommerzialisiert haben, richtig. Sind die uns jetzt erklärt haben, in der
Pandemie oder in der Krise, was richtig und was verboten ist. Ja. Das ist ein Skandal. Also Jens Spahn, das ist jetzt wirklich mein persönlicher Meinung, Jens Spahn dürfte längst nicht mehr Gesundheitsminister sein. Das ist ein Skandal. Ich bin gespannt, ob er am 1. April noch Gesundheitsminister ist. Da ändert sich bis zur Wahl nichts mehr. Der Scheuer bleibt Verkehrsminister und der Spahn bleibt Gesundheitsminister. Eben. Ich weiß gar nicht, kann man das essen? Nee, das heißt gar nicht. Taxfox. Schmeckt das? Taxfox. Was ist das? Taxfox. Das ist eine schnelle Eingreiftruppe. Jetzt nach einem Jahr? Ja. Wie kann das sein, dass, ich meine, wir wählen doch Leute, einen Minister, der muss doch Ahnung von der Sache haben. Wieso kann ein Minister Scheuer 45 Millionen oder egal wie viel an Beratergeldern ausgeben, Steuergelder letzten Endes, nur weil er keine Ahnung hat? Damit also, die sind doch besser Kabarettisten als wir. Damit die 590 Millionen für die Maut gerechtfertigt werden. Er braucht jetzt nur Leute, die ihn rechtfertigen, dass das eigentlich ganz richtig war. Und das sind Berater. Wir haben also in Ministerien Leute, die von ihrem Job keine Ahnung haben. Ja. Die müssen sich für Steuergelder Berater nehmen, die eigentlich regieren. Ist das Kabinett ein besseres Kabarett? Mittlerweile schon, oder? Ich glaube, dass die Motivation der Politiker oder sagen wir mal der im Sinne meisten von Politiker immer noch ist, Schaden vom Volk abzuwenden, glaube ich. Aber von welchen Teilen des Volkes, das ist immer meine Frage. Alleine das Wort Volk ist schon sehr verdächtig. Nee, Volk, ist, das steht im Grundgesetz. das sagst du. Ja, noch. Das sagst du. Ich habe es schon erlebt. Nutzen vom Volk ab. Heißt ja auch noch Volksvertreter. Gut, das ist arglistige Täuschung. Wegtreter, ja. Man hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch Mario Draghis Bundesverdienstkreuz gegeben. Das war für mich auch eine Sache, wo ich sage, was ist denn jetzt los? Mann, also wirklich. Na, für die wo ist da jetzt genau? Ministerpräsident in Italien? Ist schon Italien, Ministerpräsident in Italien. Du siehst, es geht also auch andersrum. Ja? Man kann auch wieder von der Finanzwelt in die von Politik. Von der Bank zurück in die Politik. Ja. Da schließt sich der Kreis. Man muss halt über Geld reden. Na, wir können also den Lobbyismus eigentlich ausschalten. Wenn die Lobbyisten jetzt schon auf dem Posten der Minister sitzen. Ja, aber dann ist ja das Parlament dreimal so groß. Nein, die sitzen ja schon da. Das sind ja gar nicht. Das gibt es ja bei uns das auch. Ja, Cookies geht, im Finanzministerium ja, ist ja auch von Goldman Sachs. Es geht auch umgedreht. Ehemalige Minister, die sind dann Wirtschaftsführer geworden. Das ist ja das Normale, möchte ich schon fast sagen. Das passiert ja öfter mal. Eckhard von Kleden, Staatsminister gewesen, ist Berater bei Daimler. Dirk Niebel, mein Lieblingsminister, der ist bei Rheinmetall, größte Waffenproduzent. Und sitzt da immer noch. Ja. Beim Roland Koch, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Hessen, haben sie es bei Bilfinger nach einem Jahr eingesehen. Ja. Um Gottes Willen, der kann ja gar nichts und haben ihn wieder hinausgeschmissen. Ronald Pofalla, dafür 1,5 Millionen Euro im Jahr bei der Deutschen Bahn einfahren lassen. Pofalla heißt Pofalla. Der. Das Name ist Programm. Ja, ist natürlich. Fällt immer auf den Po. Nein, der, wo er reingekrochen ist, das ist der Zielort. Ist sein, da hat er schon drin. Po Falla. Ah, ja. Einzel Lebewesen, das durch ein Brillengestell zusammengehalten wird. Das ist. oder wer ist denn noch? Unglaublich. Hier, mein bester Freund. Wer ist dein bester Freund? Gabriel. Ich dachte immer, das wäre ich. Sieh mal Gabriel. Verlust mal Gabriel. Ja. Weil er doch, der hat er die SPD eigentlich pulverisiert. Ja, ja. Aber der ist bei der Deutschen Bank. Aber er hat gesagt, er macht es nicht. Aber er wollte es nicht. Er hat gesagt, er macht es nicht wegen Geld. Er hat gesagt, er wollte helfen. Ja. Hat ja, ist doch großartig. Aber warum geht er dann nicht zur Tafel? Das ist aber Sozialdemokrat. Wohin zur Tafel? Da ist Paul Breitner hingegangen zur Tafel. Ja. Paul Breitner, Fußballnationalspieler. Ja. Unserer zwar, aber ist ja egal. Das war der gesagt hatte, beim Elfmeter hatten alle die Hosen voll, nur bei mir lief es ganz flüssig. Wirklich? Von Breitner. Ja? Das ist sehr schön. Ja. Mein Lieblingszitat eines Fußballers. Herrlich. Hallo? Hallo, nochmal zugehört, bevor Sie hier ganz einschlafen. Jens Spahn ist zurückgetreten. Ja! April. Da ja nun die Osterruhe vorbei ist, wie wär's denn da mal mit Ostermärschen? Ja! Oh Gott, ich kann's gar nicht so reden. Also der, den gesprochen hat, der muss eine Schachtel Karo geraucht haben vorher. Ich bin der Buddelflink. Der Name ist doch großartig, oder? Der Buddelflink.
Ja, also ist jetzt nichts Sexistisches, man muss das immer mit dazu sagen in diesen Zeiten. Selbst wenn der Kerl aus dem Märchenwald kommt, ja, liebe Buddelflink und Buddelflinkerinnen. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Die deutsche Sprache wird uns dirigiert von oben, wie wir zu reden haben. Es wird immer irrer. Irgendwann wird noch gesagt, wie wir zu denken haben. Apropos denken, wie wär's denn mal wieder mit Ostermärschen? Für Frieden, für nukleare Abrüstung. Nu? Liebe Linke, liebe Grüne, das wär was. Hey, nichts wie... Ja, da bin ich dabei. Jeder Märchen und Geschichten, auch ein bunter Blumenstrauß, sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus. Zum Abschluss ein ganz wichtiger Hinweis, das Rotkehlchen ist Vogel des Jahres geworden. Vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf die Bundestagswahl. Und was wir auch nicht vergessen werden, worüber ich mich persönlich sehr gefreut habe, das Kasper-Theater, das deutsche Kasper-Theater, zum immateriellen Kulturgut ernannt. Ist das nicht schön? Wie gesagt, das Kasper-Theater, das Regierungskasper-Theater wird zum materiellen Kulturgut erhoben. Und apropos Kasper, und das finde ich großartig, Kasper werden immer geführt von unten und Marionetten werden immer gelenkt von oben. Ha, ha! Und immer dran denken, Frau Grenz hat die Wende eingeleitet. Aber für heute, gute Nacht.